In diesem Video soll es um die sogenannten Bezugssysteme gehen und wir gucken uns nochmal eine Aufgabe an, die wir zwar schon gelöst haben, aber hier möchte ich einfach zeigen, dass die Wahl eines Bezugssystems manchmal die Aufgabe ziemlich vereinfachen kann und die eignet sich einfach dafür ziemlich gut. Damit wir uns besser vorstellen können, was jetzt mit Bezugssystemen eigentlich gemeint ist, habe ich die Situation in eine 3D-Szene übersetzt. Dazu habe ich wie immer bei meinen 3D-Modellen die Software Blender verwendet, eine kostenlose Open-Source-Software. Gibt es für alle gängige Computer-Plattformen, eine ziemlich tolle Sache. Vielleicht nicht so einsteigerfreundlich, aber wenn man da etwas Zeit investiert, kriegt man tolle Sachen hin. Auf jeden Fall tausendmal besser als das, was ich jetzt hier mir zusammen geklickt habe. So, wir sehen hier einmal hier so ein Rechteck, das soll die Straße sein. Und dann gibt es drei Quader, einmal gelber Quader, das ist Fahrzeug Nummer 1, roter Quader, Fahrzeug Nummer 2, also unser Traktor. Und da hinten Fahrzeug Nummer 3 in Blau. Ich gucke mal, dass man das vielleicht ein bisschen besser sieht. So, da ist er. Okay, zoomen wir ein bisschen rein, ändern die Perspektive, dass alles ja möglichst groß ist. Wenn ich jetzt auf Play drücke, werden sich die Fahrzeuge so bewegen, wie wir das in der Aufgabenstellung im letzten Video uns überlegt haben. So, das gelbe Fahrzeug überholt das rote Fahrzeug und genau, es gab keine Kollision, wir konnten ganz normal überholen. Ich weiß nicht, ob das jetzt aufgefallen ist, hier mit dem roten Fahrzeug hat sich etwas mitbewegt, hier gibt es auch so eine gestrichelte Linie. Das Ding ist eine Kamera im Blender. Und hier dieses Rechteck hier, das ist auch die, die Sicht der Kamera. Wir sehen aber, dass diese sich mit dem Fahrzeug Nummer 2 mitbewegt. Und das ist im Prinzip schon das, was ich hier mit einem geeigneten Bezugssystem meine. Wir können einmal zurückspülen und in die Sicht der Kamera wechseln. So, und jetzt starten wir die Animation und bewegen uns mit dem roten Fahrzeug mit, wurden gerade von dem gelben Fahrzeug überholt. Und jetzt kommt das blaue Fahrzeug. So, und wenn wir unser Koordinatensystem ähnlich wie die Kamera in dieser Situation mitbewegen, haben wir einen Vorteil, und zwar eins der Fahrzeuge, in diesem Fall Fahrzeug Nummer 2, ruht in diesem Bezugssystem. Also das Ding bewegt sich aus der Sicht von dem Ding selbst nicht. Und wir stellen fest, das gelbe Fahrzeug bewegt sich zu uns relativ langsam, zumindest wenn wir das jetzt hier mit einem blauen Fahrzeug vergleichen. Gut, machen wir eine Skizze. So, das ist etwas, was wir schon gesehen haben in dem letzten Video. Diesmal gucken wir uns das Ganze aber aus der Sicht von Fahrzeug 2 und das ist hier unser Koordinatenursprung. So, aus der Sicht von Fahrzeug 2 liegt also der Punkt S01 bei minus 49,5 Metern. Weil wir uns jetzt links davon befinden und wir sagen einfach, die Zahlen werden in diese Richtung kleiner und in die Richtung steigen sie. Die Anfangsposition von Fahrzeug 2, die ist ja relativ trivial, relativ banal, die ist einfach nur 0. Wir starten in dem Koordinatenursprung, also bei 0. Das Fahrzeug 3, der Punkt S03, ist 300 Meter davon entfernt. Also S03 sind 300 Meter. Okay, unser Koordinatensystem bewegt sich mit dem Fahrzeug 2 mit. Das bedeutet, es gibt eine Auswirkung für die Geschwindigkeiten, die wir wahrnehmen. Ja, also wir fahren mit dem Fahrzeug 2
fahren wir weg von Fahrzeug 1. Und deshalb müssen wir aus unserer Sicht sozusagen die von der Geschwindigkeit von Fahrzeug 1 die Geschwindigkeit des Fahrzeugs 2 abziehen, um die passende Geschwindigkeit zu haben. Also die Geschwindigkeit von Fahrzeug 1 aus der Perspektive von Nummer 2 ist dann das 100 minus 40 Kilometer pro Stunde, also 60 Kilometer pro Stunde. Umgerechnet sind das dann 16,67 Meter pro Sekunde. Die Geschwindigkeit von Fahrzeug 2 ist dafür relativ einfach. Das ist auch der Sinn der Übung. Aus der Sicht von Fahrzeug 2 ruhen wir, also ist die Geschwindigkeit gleich 0 km pro Stunde und damit auch 0 Meter pro Sekunde. So, wir kommen dem Fahrzeug Nummer 3 entgegen. Dieser hat bereits eine negative Geschwindigkeit und von dieser negativen Geschwindigkeit ziehen wir noch unsere Geschwindigkeit ab, so dass wir von den minus 100 km pro Stunde noch 40 abziehen. Und wir landen bei minus 140 Kilometern pro Stunde oder ungefähr minus 38,89 Meter pro Sekunde. Ich glaube, das ist relativ klar. Also wenn wir aufeinander zufahren, muss es sich betragsmäßig natürlich vergrößern. Wenn wir hier bei Fahrzeug 1 und 2 mit dem Fahrzeug 2 davon fahren, nimmt diese relative Geschwindigkeit natürlich auch ab. Gut, kommen wir zu der Lösung und betrachten jetzt zwei Zeitweggesetze. In dem letzten Video ist das Wort noch nicht gefallen, aber das ist etwas, was wir schon gesehen haben. Das sind hier diese Funktionen, die die Position der Fahrzeuge zur gegebenen Zeit dann angeben. Also hier V1 mal T plus S01 und hier das Ganze mit Zahlen, 16,67 Meter pro Sekunde ist die Geschwindigkeit und minus 49,5 ist die Anfangsposition. Und analog dazu S3 von T minus 38,89 Meter pro Sekunde, also die Geschwindigkeit von Fahrzeug 3 mal T plus 300 Meter. Nun stellt sich jetzt die Frage, wann erreichen beide Fahrzeuge unseren Traktor? Naja, der Traktor ruht in seinem Bezugssystem und das bedeutet, dass der Traktor von dem Fahrzeug 1 bzw. vom Fahrzeug 3 erreicht wird, wenn unsere Position jeweils bei 0 ist. Das heißt, wir müssen den Zeitpunkt herausfinden, wie dieses T, wenn wir das dort einsetzen, kommt am Ende 0 raus und das bei S1 und auch S3 und dann gucken wir, welche Zeiten da rauskommen und dann können wir die Frage vom letzten Video nochmal beantworten. Die Rechnungen sind sich sehr ähnlich. Bei der ersten Rechnung werden wir uns etwas Zeit lassen. Bei der zweiten werden wir sehen, halt, dass sie im Prinzip die gleiche Rechnung ist. So, wir starten, indem wir S1 von T gleich 0 Meter setzen und nun ersetzen wir diesen Ausdruck durch den Zahlenausdruck, den wir jetzt für unseren Zeitweg gesetzt haben. So, unsere Aufgabe ist die Gleichung nach T auflösen. Und da gibt es ein paar Zahlen, die stören. Einmal die Geschwindigkeit hier und einmal die Anfangsposition. So, bei den Umformen sollte man erstmal die Strichrechenarten machen, dann die Punktrechenarten und dann versuchen, irgendwie die Prozenten umzukehren. Wir haben jetzt hier eine Strichrechenart. Wir wollen die jetzt hier auf der linken Seite verschwinden lassen. Deshalb addieren wir 49,5 Meter dazu. Und dann landet die 49,5 auf der anderen Seite und die mit dem Minuszeichen verschwindet. Wir haben jetzt also noch 16,67 Meter pro Sekunde mal T. So, was jetzt stört, ist die Geschwindigkeit hier auf der linken Seite. Wie kriegen wir sie weg? Die beiden sind mit einem Malzeichen verknüpft. Wir müssen also das Gegenteil davon machen. Also durch 16,67 Meter pro Sekunde teilen. So,
auf den ersten Blick vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig. Wir teilen durch eine Einheit, das Teilen, also Meter pro Sekunde, das ist ein Bruch. Teilen durch Brüche ist multiplizieren mit einem Kehrwert. Das bedeutet für die Zeit, so dass wir haben jetzt 49,5 Meter, das M kommt von da oben, geteilt durch hier als Bruchstrich, Zahlenwert 16,67 kommt jetzt hier in den Nenner. So, und jetzt kommt noch unser Bruch ins Spiel. Wir teilen durch Meter pro Sekunde, also multiplizieren wir mit dem Kehrwert, also hier Sekunde und Meter. Netterweise kürze ich das Meter in dem Zähler und in dem Nenner raus, so dass wir am Ende noch etwas in Sekunden stehen haben. Das ist auch ganz praktisch, weil Zeit ja üblicherweise in Sekunden gemessen wird. Und wir kommen zahlenwertstechnisch auf 2,97 Sekunden und erinnern uns, das ist auch das, was wir in dem letzten Video herausgefunden haben. Und bei dem, genau, wir wollten noch die Rechnung für Fahrzeug Nummer 3 durchführen. So trennen wir das Ganze. Der Ansatz ist exakt der gleiche. S3 von t ist gleich 0 Meter. Dann wird das Wegzeitgesetz eingesetzt. Dann die Anfangsposition mit einem anderen Vorzeichen auf die andere Seite gebracht. Dann teilen wir durch die Geschwindigkeit und erreichen eine Zeit von 7,71 Sekunden. Das bedeutet, mit dem Fahrzeug 1 sind wir nach etwa 3 Sekunden an dem Traktor vorbeigefahren. Und erst nach mehr als 7 Sekunden ist uns Fahrzeug Nummer 3 im Weg. Das bedeutet, dass der Überholvorgang ohne Probleme funktionieren kann. Ein Bezugssystem ist etwas Essentielles in der Physik und wir wollen uns an den Begriff so langsam gewöhnen. Und jetzt kommt eine etwas theoretische Folie. Es geht jetzt nicht darum, alles auf einmal hundertprozentig zu verstehen, sondern diese Logik, die dahinter steht, so langsam da einzutauchen. Vor allem, was die Schreibweisen jetzt so bei Bezugssystemen und so weiter angeht. Also, die Lage und Bewegung von physikalischen Körpern kann nur relativ zu einem Bezugssystem angegeben werden. Also als das dann, wenn wir jetzt gesagt haben, an diesem Punkt orientieren wir uns und ab da lassen wir die Zeit messen, erst dann sind wir tatsächlich in der Lage, überhaupt eine Bewegung festzustellen und auch zu sagen, da und da befindet sich ein Körper. Ohne dass wir jetzt irgendwie so ein Koordinatensystem gewählt haben und ohne eine Zeit, wo wir jetzt gesagt haben, so, jetzt sind es 0 Sekunden, erst dann kann man tatsächlich messen. So, die zweite Sache zwischen zwei Bezugssystemen und diese nenne ich einmal S und einmal S Stern. Zwischen diesen kann gewechselt werden und der Fachbegriff dafür ist eine Koordinatentransformation. Und diese Koordinatentransformation möchte ich jetzt in einem Spezialfall durchführen. Im Prinzip haben wir das schon intuitiv gemacht vor ein paar Folien. Aber jetzt hier mit dieser Sternchen-Notation, dass wir das einmal gesehen haben. Also, warum ein Spezialfall? Es muss nicht so sein, dass in dem Bezugssystem die Uhren gleichgestellt sind. Es kann sein, dass die Uhr in einem Bezugssystem bezüglich der anderen so ein bisschen nachgeht. Oder wenn wir die spezielle Relativitätstheorie irgendwann betrachten werden, ist die Sache mit den Zeiten tatsächlich etwas verrückter. Genau. Und die zweite Sache, weshalb es hier ein Spezialfall ist, wir betrachten nur gleichförmige, geradlinige Bewegungen. So, dann haben wir ein Zeitweggesetz für einen Körper, und zwar in dem ersten Bezugssystem. Wie jetzt bei unserer Einstiegsaufgabe, das erste Bezugssystem war das, was wir in dem ersten Video gesehen haben.
und da hatte zum Beispiel Fahrzeug Nummer 1 ein Zeitweggesetz. So, dann gibt es auch ein Zeitweggesetz des Koordinatenursprungs von diesem zweiten Bezugssystem S-Stern. Und zwar dieses Zeitweggesetz ist aber in den Koordinaten von dem ersten Koordinatensystem geschrieben. Wie ist das jetzt zu verstehen? Dieser Koordinatenursprung bewegt sich, so wie sich unser Traktor bewegt. Und die Position von diesem Traktor kann auch in dem ersten Koordinatensystem angegeben werden. Das haben wir ja im ersten Video gemacht. Da gab es ein Zeitweggesetz für Fahrzeug Nummer 2. Und diese Gleichung aus dem ersten Video von Fahrzeug Nummer 2 wäre im Prinzip das, was hier steht. Und jetzt geht es um die Umrechnung. Und zwar wollen wir diese Formel in diesen neuen Koordinaten ausrechnen. Und dafür gilt dann Folgendes. Wir haben unser neues Zeitweggesetz bezeichnet mit dem Stern. Und um das auszurechnen, anzugeben, müssen wir Folgendes machen. Wir nehmen das Zeitweggesetz in dem ursprünglichen Koordinatensystem und ziehen dann das Zeitweggesetz von dem Koordinatenursprung des zweiten Bezugssystems ab. So, da haben wir eine Formel. Da haben wir eine Formel, die können wir jetzt einsetzen. Da sieht das mal relativ wild aus. Man kann aber Dinge hier zusammenfassen. Hier haben wir etwas, wo ein T multiplikativ mit einem V verbunden ist. Und da ist ein T, die kann man zusammentun und auch den Rest sozusagen. So, dann haben wir V minus VB mal T in Klammern. Das kann man ja ausklammern. Und das hier sind irgendwelche Anfangspositionen, die kann man auch zusammenfassen. Und diese Geschwindigkeiten, die jetzt hier voneinander abgezogen wurden, die kann man jetzt mit einem neuen Buchstaben versehen. Das ist jetzt das ist der Wert der Geschwindigkeit in dem neuen Bezugssystem. Und das ist die Anfangsposition in dem neuen Bezugssystem. Und auch das ist nichts Neues. Es ist etwas, was wir jetzt gesehen haben. Das wäre zum Beispiel die Geschwindigkeit von dem ersten Fahrzeug in dem neuen Koordinatensystem. Also hier diese 60 Kilometer pro Stunde mal die Zeit plus minus 49,5 Meter. Das ist einfach allgemein das hingeschrieben, was wir am Anfang intuitiv gemacht haben.